Mike, wann hast du zum ersten Mal von Sananda gehört und in welchem Zusammenhang hast du dich dafür überhaupt interessiert? Ich hatte mal ein Buch empfohlen bekommen von der Uta und dann dachte ich, naja, wieder so einer und habe es beiseite gelegt. In der Zeit, also ich war 26 Jahre Polizeibeamter, am Schluss meiner Dienstzeit arbeite ich Teilzeit, konnte keine Schichten mehr arbeiten, hatte Depression und entschied mich, dort aufzuhören. Hörte auf, hatte danach einen Unfall, fiel 8,30 Meter im freien Fall von einem Baum auf eine Kettensäge und hatte eine Berstungsfraktur der Wirbelsäule und drei Rippenbrüche und die Ärzte teilten mir mit, dass ich Rollstuhl fahren würde, den Rest meines Lebens. Na, also ich habe dich aber hier reinkommen sehen. Ich habe meinen Behindertenausweis mit. Ich bin 60% und sie ist die Person, die mich schiebt. In dieser Zeit, wo ich vom Baum fiel, ließ mich die Uta zufälligerweise von Herrn Sananda behandeln. Ja, ich wusste nichts davon. Ah, du hast noch gar nichts davon Nein. gewusst. Und was hast du dann in der Zeit nach diesem Unfall gemerkt, gespürt, in welchem Zeitraum? Also die Ärzte sagten, das taube Bein, das nicht mehr laufen können, mit der Blase, die Gefühlslosigkeit, das würde so bleiben. Und dann fing es an zu schwanken. Ich hatte mal ein Gefühl, mal kein Gefühl. Die Ärzte fragten, bewegen Sie mal das Bein oder die Zehe. Die schauten sich an, wenn ich meine Zehe bewegen konnte. Und ich schaue die an, warum gucken sie so komisch? Und einmal sagt der Chirurg zu mir, Herr Winkler, das geht nicht, was Sie da machen. Das geht so nicht, was Sie da machen. Der Arzt, der mich operiert hatte. Naja. Was machst du falsch, wenn du deinen Zeh bewegst? Das weiß ich auch nicht. Ja. Jetzt ist die dritte Behandlung inzwischen. Aha. Das ist das dritte Mal. Inzwischen laufen, geht wieder. Ich habe dich ja Ja. draußen auch im Garten Ja, ich gesehen. bin hierher gefahren. Selber? Selber, ja. Das ist ja erstaunlich. Ja. Und was sagen die Ärzte dazu? Das geht nicht. Der Chirurg, der mich zweimal operiert hat, hat gesagt, das geht nicht. Ja, das heißt, das geht nicht, es geht in sein Hirn nicht Ja, rein. ja. Ja, er versucht es nach außen zu verlagern. In Wahrheit hat er die innere Blockade. Was würdet ihr denn sagen, was für eine Energie da am Wirken ist durcheinander oder miteinander? Gott. So würde ich es bezeichnen. Ich habe mit Religion nichts am Hut. Ich bin nicht kirchlich erzogen, ich bin im Kinderheim aufgewachsen. Wie gesagt, 26 Jahre Polizeidienst, 3 Jahre NVA-Dienst. Also ich habe nie was mit diesen Dingen ja, am Hut gehabt. Ja, und dann ist es einfach passiert. Durch sie. Danke dafür.